Unsere Kanzlerin zwingt unserem Volk einen Weg auf, den der größte Teil unseres Volkes von Anfang an so nicht wollte. Einen Weg, der für viele angstbesetzt ist und das durchaus nicht unbegründet. Die massive Unwahrhaftigkeit auf der einen und der massive Zwang auf der anderen Seite haben zu einer gesellschaftlich total verhärteten und zutiefst gespaltenen Situation geführt. Herr Passelt, die FAZ hat in einem Artikel analysiert die Reden und auch das Agieren von Gauck und Merkel in den vergangenen Wochen und kommt zu dem Schluss, die entscheidende Frage sei bislang nicht gestellt worden, nämlich die Frage an das Volk, was wollt ihr? Ist das in der Tat eine Frage, die gestellt werden muss? Ja, selbstverständlich. Man kann in einer Demokratie nicht gegen das Volk oder gegen nennenswerte Minderheiten des Volkes anregieren. Der Wandel unseres Landes, seiner Einwanderungsgesellschaft, ist im Wege des Elitendiskurses über die Bevölkerung verhängt worden. Nie hat man mit den Deutschen einen redlichen Diskurs darüber geführt, ob man ein Einwanderungsland werden wolle oder solle. Es wurde lediglich darum gestritten, ob man eine sei oder nicht sei. Das heißt aber, dass man Fakten schafft und dann vom Volk erwartet, dass das Volk die Fakten akzeptiert. Und so funktioniert das am Wahltag nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst die schärfsten Kritiker der derzeitigen Massenzuwanderung keine Asylgegner sind. Es geht überhaupt nicht um die Frage Asyl, ja oder nein. Diese Frage dürften 99, wenn nicht 100% ohne zu zögern mit Ja beantworten. Es geht um die Tatsache, dass die derzeitige Massenzuwanderung nur in ganz geringem Maße mit Asyl etwas zu tun hat. Hat auch übrigens unser Riedlinger Bürgermeister Schaft im Telefonat mit mir ausdrücklich bestätigt. Hat ausdrücklich bestätigt, es geht hier im Wesentlichen nicht um Asyl. Wenn Angela Merkel deshalb sagt, das Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze, dann versucht sie ihr Volk, dann versucht sie uns alle miteinander für dumm zu verkaufen. Es hat mit Asyl ganz wenig zu tun. Noch im Sommer hat man für dieses Jahr mit 800.000 Flüchtlingen in Deutschland gerechnet. Aktuelle Schätzung lautet auf 1,5 Millionen. Die Differenz von 700.000 geht auf das Konto der Angela Merkel und ihrer unverantwortlichen und vernichtenden Politik. Frau Merkel hat das Dubliner Abkommen außer Kraft gesetzt und verstößt gegen das deutsche Grundgesetz. Das darf sie nicht. Die meisten Menschen, die kommen, sind Wirtschaftsmigranten und keine Kriegsflüchtlinge. Wer 4 oder 5 sichere Länder durchquert, flüchtet vor keinem Krieg. Es ist eine Illusion zu glauben, dass diese Migranten für die deutschen Renten arbeiten werden. Dafür ist der deutsche Mindestlohn eine viel zu große Barriere. Deutschland kann hauptsächlich nur Sozialleistungen anbieten. Frau Merkel hat offensichtlich vergessen, wer sie gewählt hat und wen sie beschützen soll. Es ist höchste Zeit, aufzuwachen und diese Invasion zu stoppen. Australien hat es vorgemacht. Sie sagen zwar, das Grundgesetz steht über den Religionen, das ist doch richtig, aber es muss eingefordert werden und es muss auch umgesetzt werden. Und wenn wir das nicht machen, dann werden sich weitere Parallelgesellschaften entwickeln, wie wir sie schon viele, viele in Deutschland haben. Und das ist für mich inakzeptabel. Und wenn Sie meinen, dass das politisch nicht umsetzbar ist, dann muss ich an Ihrer Politikfähigkeit zweifeln. Rede vor den Abgeordneten dieses Hauses in der letzten Woche in Straßburg ist bereits heute von der Realität überrollt worden. Schengen wurde seitdem bereits mehrfach ausgesetzt und auch eine geplante Quotenregelung kann nur mit Grenzkontrollen funktionieren. Die deutsche Bundeskanzlerin hat ein fatales Signal ausgesandt an die Menschen, die sich aus den Krisenregionen dieser Welt auf den Weg zu uns gemacht haben. Und nun hebt sie moralisierend den Zeigefinger und fordert andere Länder dieser Union auf, die Konsequenzen dieser Entscheidung mitzutragen. Frau Merkel hat gesagt, dass Deutschland sich in wenigen Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändern wird, dass sie diesen Alleingang ohne öffentliche Debatte unserem Volk aufzwingt, ist unerträglich. Dass sie die Zustimmung zu solchen Veränderungen auch von anderen Staaten erwartet, zeigt ihren vollständigen Realitätsverlust. Der Gottvater, der Pate der Europäischen Union, Richard Coudenhove Kalergi, veröffentlichte den Plan für ein vereinigtes Europa und für den kulturellen Völkermord der Völker Europas. Die Förderung massenhafter, nicht weißer Zuwanderung war ein zentraler Teil dieses Plans.
Seitdem arbeitet eine unheilige Allianz aus Linken, Kapitalisten und zionistischen Rassisten bewusst daran, uns durch Zuwanderung und Vermischung mit der festen Absicht, uns aus unseren eigenen Heimatländern buchstäblich herauszuzüchten. Da der Widerstand der einheimischen Bevölkerung gegen diese humangenetische Modifizierungsindustrie wächst, sucht die kriminelle Elite weitere Wege, um ihre angestrebten Ziele zu verschleiern. Zuerst waren die Immigranten temporäre Gastarbeiter, dann war es ein multirassisches Experiment, dann waren es Flüchtlinge, dann die Antwort auf die schrumpfende Bevölkerung, unterschiedliche Ausreden, unterschiedliche Lügen. Und Asyl ist nur eine weitere Lüge, doch die wahre Absicht bleibt die gleiche. Der größte Völkermord in der Menschheitsgeschichte. Die Endlösung für das christlich-europäische Problem. Dieses Verbrechen verlangt ein neues Nürnberger Tribunal. Und ihr Leute werdet auf der Anklagebank sitzen. Dann gibt's ja noch was. Jedes Jahr sterben mehr Deutsche, als geboren werden. Das liegt zum Glück daran, dass die Nazis sich auch nicht besonders vervielfältigen. Und schon deshalb sind wir auf Zuwanderer aus anderen Ländern angewiesen. Denn wenn von Kriegsflüchtlingen die Rede ist, dann wird der Eindruck erweckt, diese Menschen würden unmittelbar aus dem Krieg, aus unmittelbarer tödlicher Bedrohung und Gefahr nach Deutschland fliehen. Und entsprechend hätten wir die moralische Verpflichtung, sie alle bei uns aufzunehmen. Wäre wahrheitsgemäßer von Armutsflüchtlingen die Rede, dann würde eine ganz andere Frage berechtigterweise in den Vordergrund treten, nämlich: Wäre den Menschen in ihrer Armut nicht viel effektiver und viel kostengünstiger, in Syrien und in der Türkei zu helfen? Hierbei ist der Blick auf einige Daten und Fakten ausschlussreich. Zunächst ist die Frage, warum haben sich diese Massen an Zuwanderern gerade jetzt auf den Weg gemacht? Kritiker weisen ja immer wieder zu Recht darauf hin, Kriege gibt es da unten ja schon lange. Auch der Syrienkrieg ist ja kein Ereignis der letzten 2 Monate. Warum gerade jetzt? Da dürften 2 wesentliche Faktoren in den Herkunftsländern eine Rolle gespielt haben. Zum einen will Erdogan die 2 bis 4 Millionen, die er in der Türkei aus den angrenzenden Kriegsgebieten aufgenommen hat, loswerden. Er soll angeblich, ob stimmt, weiß ich nicht, er soll angeblich massiv ins Schleusergeschäft eingebunden sein. Zweitens haben die Vereinten Nationen, und das ist nun Fakt, im Laufe dieses Jahres die Unterstützung der Menschen in den syrischen Flüchtlingslagern ganz drastisch gekürzt. Bekamen die Menschen dort ursprünglich $31 pro Person und pro Monat, so sind es heute nur noch 9. Und viele bekommen gar nichts mehr. Ich habe auch gelesen, auch in jordanischen Flüchtlingsunterkünften soll offensichtlich die UN-Hilfe zum Teil komplett eingestellt worden sein. Haben die $31 mit Mühe für einen Monat gereicht, so reichen die $9 noch für eine gute Woche. Und dann stehen sie ohne alles da. Sie haben nichts mehr zu essen. Man hat ihnen also vor Ort in Syrien die Unterstützung verweigert, weitgehend, und ihnen letztlich gesagt, geht nach Deutschland, dort werdet ihr umsonst bestens versorgt und bekommt Anteil am deutschen Wohlstand. Mein Sohn ist schon dort, wir haben gerade telefoniert. Er hat Geld bekommen, eine Wohnung, die Deutschen werden für uns Häuser bauen, hat er mir gesagt, bald ziehen wir alle dorthin. Die 10-köpfige Familie des Haji Tayo weiß Bescheid. Seit die arabischen Nachrichtensender von deutscher Willkommenskultur berichten, werden Erwartungen an Deutschland grenzenlos. Mein 14-jähriger Sohn Hatab macht sich auf den Weg. Er hat die besten Chancen. Minderjährige werden in Deutschland nicht ausgewiesen und dürfen ihre Familie nachholen. So höre ich es in den Nachrichten. Und ganz zufällig, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ganz zufällig, hat praktisch zeitgleich in diesem Sommer der Deutsche Bundestag beschlossen, die Dublin-Regeln für syrische Flüchtlinge außer Kraft zu setzen. Und nun wird alle Welt zu Syrern und strömt mit Aufnahme und voller Versorgungsgarantie direkt nach Deutschland. In Syrien hätten die Menschen weiterhin mit $31, das sind umgerechnet 27 Euro pro Monat, versorgt werden können. Das wären 327 Euro im Jahr. In Deutschland überweist allein der Bund an die Länder 670 Euro pro Zuwanderer pro Monat. Allein dieser Betrag, den der Bund überweist,
ist das 24-fache dessen, was zur Versorgung in Syrien nötig gewesen wäre. Das aber ist nur der Beitrag des Bundes. Dieser Tage habe ich gelesen, dass ein Zuwanderer uns pro Jahr 24.000 Euro kostet. Ob da schon alle Unkosten für Polizei, für Sozialarbeiter und mit eingerechnet sind, wage ich noch zu bezweifeln. Die Summe dürfte eher nicht zu hoch gerechnet sein. 24.000 Euro im Jahr, das ist das 73-fache dessen, was die Versorgung in Syrien gekostet hätte. Das heißt, mit dem Geld, das wir in Deutschland für 1 Million Zuwanderer ausgeben, hätten wir in den Herkunftsländern 73 Millionen versorgen können. Aber genau das scheint politisch gar nicht gewollt. Denn wenn die Menschen in Syrien bleiben, liebe Geschwister, dann verdient sich die Asylindustrie in Deutschland nicht eine goldene Nase. Und ich werde mit meiner Stiftung und den Leuten, die mich dabei unterstützen, richtig viel Kohle einsammeln, so viel wie es nur geht. Und das ist erst der Anfang. Also das, und wir werden damit Leute mitziehen. Mittlerweile rufen mich immer mehr Menschen an und sagen, Till, wie kann ich dir helfen? Da muss man für Werte eintreten, und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Die Linke in Magdeburg sagt, Sie wären ein tolles CDU-Mitglied. Die Linke in Magdeburg hat für meine Begriffe auch einen erheblichen Anteil an der Diskussion, die wir jetzt haben. Weil jeder, der eine offene Meinung sagt, wird sofort in die rechte Ecke gestellt. Schöner Leben ohne Nazis. Wir müssen uns gegen die Nazis stellen. Die Nazis sich auch nicht besonders vervielfältigen. Das machen die von morgens bis abends. Und ich habe an meinem ersten Interview, das ich auch nach dem Urlaub gemacht habe, am 5. September gesagt, bei dieser Geschwindigkeit werden wir das nicht mehr beherrschen. Dann war sofort die Gegenreaktion von Linken und von Grünen. Er erzählt, das Boot ist voll, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, in der Geschwindigkeit geht das nicht. Und sofort wird man in die rechte Ecke, in die Brandsitze werfen, gestellt. Die Linken haben gehörigen Anteil daran und die Grünen auch, dass wir die Diskussion jetzt haben. Und weil jeder, der irgendwas sagt, ist sofort ein Rechter. Honey, das kann man so nicht. Du, Honey, du, ich find dich crazy. Komm und sei doch lieb zu mir hier. Und ich muss dir auch gestehen, du bist schön. Oh! Darf mal wieder, fällt sie doch mal gerne rein. Da fällt sie gerne rein. Auf die Süßholzraspelei. Komm und sei. Komm und sei. Heute mein Kapitän. Ich bin dein Kapitän. In die Wanne passen zwei. Ganz genau, da passen zwei. Du, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Honey, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Honey, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Komm schon mit, ich bin schon drin. Du, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Honey, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, hu, hu. Die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Hu, 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 mach dich frei. Bin schon dabei. Ich habe die Angst, dass jeder Staat schon kapituliert. Und ich habe Angst, dass dieses hier ganz böse Folgen hat für meine Kinder und Kindeskinder. Und dass die das mit Leid und Tränen ertragen müssen und ausbaden müssen. So, vielen Dank, das sind meine Sorgen und Ängste. Und bitte, Frau Bundeskanzlerin, machen Sie die Grenzen dicht. Ich habe den Eindruck, dass wir nicht so richtig wissen, was soll eigentlich Leitkultur sein. Und ich glaube, dass wir als CDU dort enorm gefordert sind, dass Leitkultur das ist, was wir uns vorstellen. Rechtsstaatlichkeit, ein klares Bekenntnis zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. All das, Frau Bundeskanzler, muss ich Ihnen sagen, hier habe ich das Gefühl, und hier haben auch die Mitglieder meines Ortsverbandes das Gefühl, dass die Partei von Ihnen und Herrn Tauber nicht mehr unsere CDU ist. Ich bin der Meinung, Sie haben in dieser Frage versagt. Sie wissen nicht, wer kommt. Sie wissen nicht, wie viele kommen. Sie wissen nicht, wie viele schon hier sind. Und dieser Zustrom muss beendet und gedrosselt werden. Ich bin der Meinung, Sie haben den Machtanspruch unseres Staates und den Rechtsstaat ohne Not aufgegeben. Wir haben mittlerweile zweierlei Recht in Deutschland.
ein Recht, was für illegale Einwanderer gilt und ein Recht, was für den normalen Deutschen hier gilt. Und ich bin der Meinung, wenn wir diese Prozesse nicht stoppen, wird Deutschland in eine nationale Katastrophe schlittern. Feldbetten, Medikamente, Nahrung, Kleidung, Unterkünfte, Betreuung. Betreuungsfaktor, ein ganz wichtiger Punkt, vor allem weil viele Nicht-Erwachsene kommen, zum Teil allein. Die Wirtschaft, Wohlfahrtsverbände, Diakonie, Caritas etc. verdienen sich, soweit ich im Internet gesehen habe, an der Zuwanderung Unsummen. Ja, die Zuwanderung kurbelt die Wirtschaft an. Die Reichen werden durch die Zuwanderung noch viel reicher und der deutsche Michel bezahlt die Zeche. Das ist der eine Aspekt. Warum eine Versorgung der Menschen in ihren Herkunftsländern politisch ganz offensichtlich nicht gewollt ist. Der zweite Aspekt ist, gewisse Kräfte in Deutschland, vor allem Angela Merkel, wollen ein anderes Deutschland schaffen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wenn ihr fassungslos vor diesen ganzen Ereignissen steht, fragt euch, was geht da ab? Das dürfte einer, wenn nicht der Schlüsselfaktor überhaupt sein. Angela Merkel will ein anderes Deutschland schaffen. Und die Kräfte hinter ihr. Sie wollen durch eine gewaltsam herbeigeführte Überfremdung und Islamisierung Europa grundlegend verändern. Sitzt vielleicht mancher da und fragt sich, ist das nur eine spinnerte Verschwörungstheorie des Jakob Czarnke? In einem Beitrag der Frankfurter Allgemeinen vom vergangenen Sonntag, 4. Oktober, wird Horst Seehofer mit den Worten zitiert, die Kanzlerin hat sich meiner Überzeugung nach für eine Vision eines anderen Deutschlands entschieden. Und diese Vision wird mit aller Teufelsgewalt, und wenn ich sage Teufelsgewalt, dann meine ich ganz wörtlich Teufelsgewalt, umgesetzt. Aber hat sie uns gefragt, ob wir ein anderes Deutschland wollen? Nein, wissentlich und willentlich macht sie eine Politik gegen ihr eigenes Volk. Dass nun von verschiedenen Seiten Strafanträge gegen sie eingeleitet werden, ist meines Erachtens die richtige und notwendige Konsequenz auf ihr Verhalten. Die AfD erstattet zum Beispiel Strafanzeige gegen Angela Merkel wegen bandenmäßigen Schleusertums. Warum? Und formalrechtlich, wenn es mit Recht und Ordnung zugeht, müsste dieser Strafanzeige stattgegeben werden. Wenn irgendwelche Schleuser, Leute, Zuwanderer, mit dem Auto über die Grenze nach Deutschland fahren, werden sie als Schleuser verhaftet und bestraft. Wenn Angela Merkel, was meines Wissens bis zum heutigen Tag mehr oder weniger täglich geschieht, mit Sonderzügen 3000 Zuwanderer aus Österreich nach Deutschland fahren lässt, soll das legal sein. Weil sie es im großen Stil betreibt als Kanzlerin, wofür der einzelne kleine Mann bestraft wird. Bandenmäßiges Schleusertum. Ich könnte jetzt viele Beispiele dafür verwenden, aber dafür reicht die Zeit nicht, dann sitzen wir um drei noch. Als einziges Beispiel will ich Ihre mantraartige Wiederholung der völlig wirklichkeitsfremden Parole Wir schaffen das nennen. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Also das werden wir schaffen, jetzt alle miteinander. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Und dafür müssen wir noch viel arbeiten. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Zudem habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass wir das nicht hinkriegen. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Es läuft, ich mache mir keine Sorge. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Völlig wirklichkeitsfremd. Wir schaffen es definitiv nicht. Der Main-Taunus-Kreis hat dieser Tage Katastrophenalarm ausgelöst. So sieht Wir schaffen das in der Realität aus. Ich muss doch noch ein Beispiel an dieser Stelle einfügen. Das kam auf YouTube vor einigen, schon vor zwei Wochen oder drei. Eine SPD-Politikerin sprach auf einem SPD-Veranstaltung in Berlin. Und sie war offensichtlich für die, ich habe den Namen nicht mehr, für die Koordination in München wesentlich zuständig. Und jemand hat's mitgeschnitten mit dem Smartphone. Geht ja heute alles. Die gute Frau redet 5 bis 10 Minuten vor dem ganzen SPD-Oberen der Bundesrepublik. Und die gute Frau ist 5 bis 10 Minuten
kurz vor dem Tränenausbruch und vor dem Nervenzusammenbruch. Das ist sicherheitstechnisch nichts mehr am Hauptbahnhof zu stemmen. 7 Millionen, nein, ich rede von Sicherheitsproblemen. Ich rede von Sicherheitsproblemen. Wir stemmen es nicht mehr am Münchner Hauptbahnhof. Wir müssen die Züge vorbei. Wir müssen. Wir hatten innerhalb der letzten 14 Tage 55.000 Ankünfte am Münchner Hauptbahnhof. 55.000. Und wir konnten die Züge nicht mehr weiterschicken. Und ihr habt den Königsteiner Schlüssel verwehrt. Bis auf Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Danke. Preußische Allgemeine vom 14. Oktober 2015. Ein Staat gibt sich auf, Kanzlerin Merkels Bankrotterklärung bei Anne Will. Die Politik hat den Schutz des Landes aufgegeben. Bei den Deutschen wächst die Wut auf die Regierenden und blanke Angst. Für ihren Auftritt in der Sendung Anne Will hat Angela Merkel in den Medien Lob geerntet für ihre Geradlinigkeit. Endlich bekenne die Kanzlerin, die bei anderen Sachfragen so oft im Ungefähren geblieben sei, Farbe. Tatsächlich hat die CDU-Chefin kaum etwas anderes getan als ihr Mantra »Wir schaffen das« in unzähligen Variationen über eine Stunde lang zu wiederholen. Was kaum Widerhall fand in den Medienkommentaren, ist ein anderer Satz der Kanzlerin, der den wahren Kern ihrer Politik offenbart. Ihre Regierung habe es, so Merkel, gar nicht mehr in der Hand zu entscheiden, wie viele Menschen zu uns kämen. Damit hat sie ihre politische Bankrotterklärung abgeliefert. Diese Bundesregierung hat es aufgegeben, die Grenzen des Landes zu sichern. Das Land liegt schutzlos da und die Politik schaut zu. Dabei ist der Schutz der Grenzen eine Kernaufgabe eines jeden Staates. Ein Staat, der diese Aufgabe nicht mehr erfüllt, gibt sich selbst auf. Da darf es nicht wundern, dass die Nervosität im Volk beträchtlich anwächst, denn die Deutschen spüren ihre Schutzlosigkeit. Sie merken, dass sie von ihrer Regierung im Stich gelassen werden. Ja, dass die Politik sogar aktiv einen Prozess fördert, der das Land in eine völlig ungewisse Zukunft taumeln lässt. Sie haben Angst, und diese Angst als irrational abzutun ist nicht bloß ignorant, es zeigt auch eine völlige Verkennung der Tatsachen. Denn das Volk hat allen Grund, sich ob seiner Schutzlosigkeit zu fürchten. Pflicht zum Widerstand. Strafanzeige gegen Angela Merkel. Kompakt von Kai Homilius am 21. Oktober 2015. Wo Recht zu Unrecht wird, da wird Widerstand zur Pflicht. Es ist nicht klar, wem dieses Zitat zugeschrieben werden kann. Klar ist jedoch, dass wir in eine neue Phase des Kampfes um unser Volk, um die Wahrung unserer Identität eingetreten sind. Jetzt geht es ums Ganze. Spätestens mit der folgenschweren Entscheidung der Bundeskanzlerin am 4. September, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen, betrat sie die Schwelle zum Hochverrat. Diese überschritt sie beim Auftritt bei Anne Will am 7. Oktober. Wir können die Grenzen nicht schließen. Es gibt den Aufnahmestopp nicht. Zu diesem Zeitpunkt konnte Merkel den Kollaps des Systems der Aufnahme und Betreuung von Asylforderern tagtäglich beobachten. Sie hätte den Strom stoppen können, sie tat es nicht. Im Gegenteil. Somit spricht vieles dafür, Angela Merkels Tat als Hochverrat einzustufen. Ein entsprechendes Gutachten hat Kompakt dieser Tage bereits veröffentlicht. Hochverrat ist ein Offizialdelikt und muss von Amts wegen verfolgt werden. Aus Artikel 20 des Grundgesetzes, dem Recht zum Widerstand, wird die Pflicht. Jeder Bürger ist aufgefordert, sich zu wehren. Ein Schritt könnte es sein, Strafanzeige gegen Angela Merkel zu stellen. Ein juristisch geprüfter Mustertext wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Aus empört euch, folgt wehrt euch. Das Ziel? Sturz der Bundeskanzlerin. Wir schaffen das. Was Angela Merkel treibt, ist gegen das eigene deutsche Volk gerichtet. Denn es könnten, wie schon gesagt, die Armutsflüchtlinge ohne die tödlichen Risiken einer Reise nach Deutschland in den Herkunftsländern weit günstiger versorgt werden. Und deshalb sage ich, die eigentliche Verantwortung für die Todesopfer auf dem Weg nach Deutschland tragen diejenigen, die diese Völkerwanderung befördern und bejubeln. Die eigentliche Verantwortung für die Todesopfer auf dem Weg nach Deutschland tragen diejenigen,
die diese Völkerwanderung fördern und bejubeln. Denn offensichtlich tut die Wahrheit weh. Ja, ich werde mich wieder zur Wiederwahl stellen. Ja, ich hoffe, dass ich wieder hierher komme, um für die Interessen der eingeborenen Europäer zu sprechen, welche die Gründer dieses Ortes in voller Absicht zur Vernichtung freigegeben haben. Denn das ist ein Verbrechen. Ich sage die Wahrheit. Ich habe einen konstruktiven Vorschlag, um den armen Asylsuchenden aus Afrika zu helfen. Ja, machen Sie ihnen klar, dass sie nicht hierher kommen können. Dann werden sie auch nicht versuchen, das Meer zu überqueren und in großer Anzahl zu ertrinken. Der beste Weg für sie wäre, die Banken loszuwerden, die ihren Ländern im Nacken sitzen. Dann können sie dort in Frieden leben. In ihren Ländern. Und wir Europäer können hier in Frieden leben, in unseren Ländern. Danke sehr. Helmut Röver, ein Polizeibeamter berichtet, bei der Durchsuchung der Ankommenden auf Waffen wird ja nur ein Bruchteil durchsucht. Aber weil der meist ein Großteil illegal einströmt, untergleichen wird in vielen Fällen festgestellt, dass die Betroffenen dicke Geldbündel mitführen. Die Polizei erhält die Anweisung, das nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn zu registrieren. Zur Information, Deutsche erhalten, wenn sie nicht hilfsbedürftig sind, sondern dicke Geldbündel mit sich führen und sich trotzdem Sozialleistungen erschleichen, eine Strafanzeige. Nicht so die Zuwanderer. Ihre dicken Geldbündel werden amtlicherweise nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe gesagt, die Stadt-SPD hat gestern Abend auch eine Sitzung gehabt und da sind auch Töne laut geworden, dass man mit mir reden möge, dass ich den Mund halte. Um im Wahlkampf nicht zu schaden. Was Sie ja nicht tun. Was ich nicht tue. Den Mund halten. Was meine Überzeugung und meine Meinung betrifft. Und gestern Abend hat noch die Stadtpartei getagt, die gleiche Auffassung vertritt. Man möge mich ruhig stellen, soll meine Meinung nicht mehr sagen. Dann geht mir das zu weit. Einfach auch noch den Begriff Armutsflüchtling hinterfragen. Es gibt sicher viel Not. Und ich sage immer wieder, wir müssen differenzieren. Das ist eine Riesenmenge Menschen. Man geht ja heute schon von 1,5 Millionen. Gestern habe ich gehört, man redet sogar schon von 1,7. Nach oben alles offen. In diesen Mengen, egal wie groß sie wirklich ist, gibt es sicher ganz unendlich viele differenzierte und unterschiedliche Schicksale. Die dürfen wir nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich rede heute ganz bewusst von dem, was nicht so ist, wie es uns die Öffentlichkeit, die Medien und die Politik darstellen. Es gäbe sicher auch vieles andere zu sagen, aber das lässt er jeden Tag in der Zeitung. Über das Verhalten dieser Menschen oder solcher Menschen, differenzierter, solcher Menschen, berichtet eine Mitarbeiterin in einer Filiale einer Supermarktkette. In ihrem Laden klauen eindringende Flüchtlingshorden nicht Einzelteile, sondern turmhoch gefüllte Einkaufswagen, schieben sie am Ausgang hinaus. Das Personal darf nicht einschreiten. Stattdessen werden die Mitarbeiter von der Firmenleitung genötigt, vorgedruckte Schweigeerklärungen über diese Vorgänge zu unterschreiben. Sie müssen sich verpflichten zu schweigen. Wahrhaftigkeit. Wie offen wird in unserer Gesellschaft über das geredet, was wirklich abgeht? Übrigens wird Land auf Land ab berichtet, dass die Unkosten solcher Raubzüge von den Geschäften über die Landratsämter oder Kommunen abgerechnet werden könnten. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber ich vermute nicht, dass die Summen der Berichte Land auf Land ab komplett frei erfunden sein dürften. Ganz wahrhaftig werden wir sagen müssen, im Wesentlichen haben wir es mit einer illegalen, zum Teil sogar gewaltsamen Invasion zu tun. Und das Absurde daran ist, dass unsere Kanzlerin diese illegale, teilweise gewaltsame Invasion fördert und vorantreibt. Unzählige andere, zum Teil gigantische Probleme kann ich nur in Stichworten andeuten. Die Kosten für unser Gesundheitswesen, Kriminalität und Vergewaltigungen, der Arbeitsmarkt, Bevorzugung zur Zuwanderer bei Bahnfahrten, auf dem Wohnungsmarkt, bei der Vergabe von Kindergartenplätzen und so weiter. Deutsche, auch mit Migrationshintergrund, werden im eigenen Land zunehmend zu Fremden und zu Menschen zweiter Klasse. Zuwanderer haben Vorfahrt auf vielen Gleisen. Das ist aber ein schönes Kleid. Gibt's das auch in meiner Größe? Nein, denn das ist meine Stammeskleidung als Angehörige des Stammes der Cherokee-Indianer. Cherokee? Dann bist du also eine ethnische Minderheit. Soll ich dir einen deutschen Pass klar machen? Bloß nicht. Ich bin doch nur Austauschschülerin. In ein paar Monaten fliege ich zurück nach Oklahoma. Ach, schade. Aber dann erzähl mir doch mal, wie ungerecht ihr Indianer behandelt werdet. Wieso denn?
weil ich dann so richtig doll mit dir mitfühlen kann. Und fühlen ist gut für mich, gerade bei unserer Vergangenheit. Also gut. Vor vielen hundert Jahren waren wir Indianer die Herren ganz Nordamerikas. Und im fruchtbaren und warmen Südosten waren wir, die Cherokee, zu Hause. Dann kam ein Schiff über das Meer und herausstiegen fremde Menschen. Meine Vorfahren dachten sich, super, ein bisschen Multikulti wird unser Leben bestimmt interessanter machen. Dann kamen immer mehr fremde Menschen über das Meer und meine Vorfahren dachten sich, jetzt sind wir ein Einwanderungsland, da müssen wir uns schon ein bisschen anpassen. Dann haben die fremden Menschen angefangen, meine Vorfahren von ihrem Land zu vertreiben. Ein paar junge Krieger wollten deshalb etwas unternehmen. Aber die meisten meiner Vorfahren haben sich von unseren Häuptlingen beruhigen lassen. Wir waren einfach nicht nett genug zu den Einwanderern. Deswegen sind sie jetzt schlecht integriert und machen uns das Leben schwer. Schließlich hatten die jungen Krieger genug. Jetzt reicht's mir. Aber da war es zum Kämpfen schon zu spät und die Fremden haben uns abgeschlachtet. Wir Überlebenden sind auf dem Kontinent unserer Vorväter jetzt nur noch geduldet. Und die Cherokee haben statt des alten Landes im Südosten nur noch ein heißes und trockenes Reservat in Oklahoma. Aber das ist ja auch schon was. Dort sind wir wenigstens unter uns und wollen es auch bleiben. Erst vor kurzem haben wir eine Reihe Schwarze aus unserem Stamm ausgeschlossen, damit unsere Kultur und unser Volk auch in Zukunft... Stopp! Ja? Ihr habt die Afrodeutschen aus eurem Stamm ausgeschlossen? Technisch gesehen waren es Afroamerikaner, aber ja, wir haben sie ausgeschlossen, weil wir unter uns sein wollen. Antifa-Schutzstaffel, hierher! Das ist eine Rassistin. Hilf ihr mal, Mitgefühl, Empathie und Toleranz für andere Kulturen zu erlernen. So, das hat sie jetzt davon. Die Antifaschisten sind die tolerantesten Menschen überhaupt. Aber wenn jemand eine andere Meinung hat als wir, dann hört der Spaß auf. Merkt euch das, ihr verdammtes Indianer. Und das ist erst der Anfang. Pro Anerkannten dürfte ohne weiteres mit einem Nachzug von 5 bis 8 Personen zu rechnen sein. Das heißt, auf 1 Million anerkannte Zuwanderer kommen weitere 5 bis 8 Millionen nach. Vielleicht schon im nächsten Jahr. Diejenigen, die sich jetzt in diesen Tagen vielleicht demnächst noch weiter aus syrischen, aus jordanischen, aus libanesischen und sonstigen Zuwanderer-Flüchtlingslagern auf den Weg machen, noch gar nicht mitgerechnet. Liebe Geschwister und liebe Gäste, was wir in diesen Tagen erleben, das ist erst der Schneeball. Das ist der Schneeball. Die Lawine kommt noch. Die Lawine kommt noch. Wenn nicht schnellstens energisch eingegriffen wird. Aber wie gesagt, Merkel will ein anderes Deutschland. Jetzt geht es aber darum, dass wir immer wieder neue Ziele und Zukunftsvorstellungen entwickeln. Und ich begrüße deshalb die weitsichtigen Projekte wie Dialoge, Zukunft, Visionen 2050. Ein dickes Buch von ich weiß nicht wie viel, fast 200 Seiten. Der schönste Teil des Buches ist das Verbarium. Und da sind unglaubliche Sachen drin. Im Jahre 2050 sind bestimmte Begriffe ausgestorben. Zum Beispiel Migrationshintergrund wird es nicht mehr geben. Nein, Migration wird es auch nicht mehr geben. Grund der nicht weiter erfolgten Nutzung nicht mehr benötigt, da Menschen so gemischt sind, dass jeder einen Migrationshintergrund hat. Ich wusste es. Das Einzige, was die Gesellschaft voranbringt, ist Rassenschande. Und damit verbringt die Kanzlerin ihre Zeit, das zu lesen? Ja, jetzt habe ich beinahe die Befürchtung, sie hat es auch noch geschrieben. Und das dürfte sie nicht alleine sein, die das will. Merkel allein kann nicht die Macht haben, all das zu inszenieren und sich bis heute gegen ihr eigenes Volk an der Macht zu halten. Hinter Merkel stehen ziemlich sicher andere,